Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel hat Athen ermahnt, an den vereinbarten Reformen könnten keine Abstriche gemacht werden. Merkel blieb ihrer Linie treu und sagte vor dem G20-Gipfel im mexikanischen Los Cabos, ein neues Hilfspaket für Griechenland komme nicht in Frage. Sie erwarte jetzt vor allem eine schnelle Regierungsbildung in Athen. Ich sag's nochmal, die Troika wird jetzt nach Griechenland fahren. Und das Wichtige ist, dass die neue Regierung zu den Verpflichtungen, die eingegangen wurden, auch steht. Wir haben es immer in Europa so gehalten, dass Wahlen nicht die Kontinuität der Beschlüsse, die wir miteinander gefasst haben, in Frage stellen dürfen. Das gilt auch für das Memorandum, das mit Griechenland abgeschlossen ist. Zuvor hatte Außenminister Guido Westerwelle darauf verwiesen, dass die Wahlkämpfe in Griechenland viel Zeit gekostet hätten und man über den Zeitplan reden könne. Er betonte jedoch zugleich, die Substanz der Reformen sei nicht verhandelbar. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich im Streit über Zugeständnisse an Griechenland dafür ausgesprochen, zunächst den Bericht der Troika abzuwarten. Das sagte Merkel am Donnerstagabend vor einem Arbeitstreffen mit dem französischen Präsidenten François Hollande in Berlin. Hier ist für mich wichtig, dass wir alle zu unseren Verpflichtungen stehen und vor allen Dingen auch den Troika-Bericht abwarten, um dann zu schauen, was das Ergebnis ist. Aber wir werden Griechenland und ich werde Griechenland ermutigen, auf dem Reformweg, der ja auch den Menschen in Griechenland sehr viel abverlangt, voranzugehen. Auch Hollande unterstrich, Griechenland müsse die nötigen Reformen durchziehen, um den Verbleib in der Eurozone sicherzustellen. An dieser Position Frankreichs habe sich seit Beginn der Krise nichts geändert. Vertreter der EU, der EZB und des Internationalen Währungsfonds überprüfen derzeit die Fortschritte Griechenlands bei der Sparpolitik und wollen bis Mitte September ihr Votum abgeben, ob das Land weiter unterstützt werden kann. Und deshalb habe ich deutlich gemacht heute in dem Gespräch, dass wir natürlich von Griechenland erwarten, dass die Zusagen, die gemacht wurden, auch umgesetzt werden, dass den Worten auch Taten folgen. Und ich konnte mich über eine Vielzahl von Aktivitäten heute informieren, die in der griechischen Regierung auch unternommen werden. Das Einhalten von Verpflichtungen und Erwartungen, das wird dann dazu führen, dass auch Glaubwürdigkeit für die gesamte Eurozone zurückkehrt. Ich bin überzeugt, dass der Bericht der Troika signalisieren wird, dass die neue Koalitionsregierung in Griechenland sehr bald Ergebnisse zu Ergebnissen führen wird. Ich möchte diesbezüglich nichts weiter hinzufügen. Ich denke, dass Taten überzeugender sind, viel mehr Wert innehaben als Worte. Vor allem, wenn es konkrete Zeitpläne gibt, die auch Vertrauen aufbauen lassen können. Herr Ministerpräsident, haben Sie heute die Bundeskanzlerin um einen Zeitaufschub gebeten für die Erfüllung der Auflagen? Wir haben nicht nach mehr Mittel gebeten, sondern wir benötigen Zeit zum Atmen. Das ist ein großer Sprung, den Griechenland macht, und wir wollen so weit wie möglich erreichen, so weit wie möglich unser Ziel erreichen. Und wie die Frau Bundeskanzlerin es auch erwähnt hat, es gibt natürlich auch den Bericht der Troika. Und da werden Sie alles sehen können. Wir werden alles dann erkennen können. Eine Frage, die ich auf Griechisch stellen werde, möchte die Frau Bundeskanzlerin ansprechen. Frau Merkel, Sie hatten gestern ein Gespräch geführt mit dem französischen Präsidenten Herrn Hollande. Man hat den Eindruck gehabt, dass es unterschiedliche Ansätze gegeben hat zwischen Ihnen und dem französischen Präsidenten, was die Handhabung des griechischen Problems angeht. Tatsächlich gibt es eine solche Abweichung. Haben Sie unterschiedliche Blickwinkel über die Vorgehensweise in der Griechenlandfrage? Und ob Sie glauben, dass es keinen anderen Weg gibt als die Aufrechterhaltung unseres Landes innerhalb der Eurozone, das Verbleiben also des Landes in der Eurozone. Danke. In der Tat gestern Abend ein Abendessen mit dem französischen Präsidenten. Der Ministerpräsident wird ja auch morgen den französischen Präsidenten besuchen und kann sich dann persönlich davon überzeugen, ob wir den gleichen Ansatz haben im Blick auf Griechenland. Auf jeden Fall waren unsere Gespräche gestern darauf ausgerichtet, dass wir gesagt haben, wir wollen, dass Griechenland im Euroraum bleibt. Aber wir haben auch gesagt, dass natürlich dazugehört, dass die Verpflichtungen, die Erwartungen auch erfüllt werden.
Und wir haben dazu gesagt, dass sowohl Deutschland als auch Frankreich Griechenland, soweit wir das können, bei dieser Umsetzung der Verpflichtungen und Erwartungen unterstützen wollen. Und gleichzeitig, das habe ich Ihnen ja eben hier auch gesagt, haben wir gesagt, dass auf der anderen Seite Griechenland auch ein Recht darauf hat, dass wir diese Taten dann beurteilen, dass wir den Troika-Bericht abwarten. Und das ist meine Politik und nach meiner Kenntnis auch die des französischen Präsidenten. Denn wir wissen, der Euro ist weit mehr als nur eine Währung. Er ist eine Idee eines geeinten Europas, eines irreversiblen Europas. Und deshalb ist dieser Wille so wichtig. Ich sage es nochmal, die Troika wird jetzt nach Griechenland fahren. Und das Wichtige ist, dass die neue Regierung zu den Verpflichtungen, die eingegangen wurden, auch steht. Hier ist für mich wichtig, dass wir alle zu unseren Verpflichtungen stehen und vor allen Dingen auch den Troika-Bericht abwarten, um dann zu schauen, was das Ergebnis ist. Und deshalb habe ich deutlich gemacht heute in dem Gespräch, dass wir natürlich von Griechenland erwarten, dass die Zusagen, die gemacht wurden, auch umgesetzt werden. Das Einhalten von Verpflichtungen und Erwartungen, das wird dann dazu führen, dass auch Glaubwürdigkeit für die gesamte Eurozone zurückkehrt. Wir haben nicht nach mehr Mittel gebeten, sondern wir benötigen Zeit zum Atmen. Guten Morgen nach Köln. Ja, Jörg Asmussen ist hier in Berlin und ist heute an der Seite von Herrn Draghi, dem EZB-Chef. Und heute Morgen kam eine Meldung, die Süddeutsche Zeitung hat das geschrieben, dass es eine Absichtserklärung gibt, dass Griechenland 2 Jahre mehr Zeit bekommt. Das heißt doch auch, es wird deutlich teurer, oder? Also ich habe das auch gelesen in der Süddeutschen Zeitung. Es gibt bisher keine endgültige Einigung der Troika mit der griechischen Regierung. Wir machen Fortschritte in Athen, aber wir sind nicht da. Von der Logik her kann man sagen, Griechenland ist eine Situation, in der seine laufenden Einnahmen nicht seine laufenden Ausgaben decken. Das heißt, wenn man die Fiskalziele um 2 Jahre strecken würde, würde das bedeuten, dass man mehr zusätzliche Finanzmittel durch die anderen Eurozonenstaaten zur Verfügung stellen muss. Wie viel ist das und woher kommt das? Wie viel das ist, kann ich im Moment noch nicht sagen, weil wir nicht, wie gesagt, in Athen noch nicht fertig sind mit den Gesprächen. Es kann, wie gesagt, in der Situation, in der Griechenland sich jetzt befindet, nur durch die anderen 16 Eurozonenstaaten zur Verfügung gestellt werden. Der Ruf aus Athen wurde erhört. Die Eurogruppe hat sich in Brüssel darauf geeinigt, Griechenland 2 Jahre mehr Zeit zum Sparen einzuräumen. Das Land muss damit erst 2016 seine Rechnungen wieder selbst bezahlen. Zuvor hatten sich bereits die Europäische Zentralbank, die EU-Kommission und der Internationale Währungsfonds dafür ausgesprochen. Auch die EU-Finanzminister hatten sich entsprechend positioniert. Völlig offen blieben jedoch die Einzelheiten. So sollte Griechenland bis 2020 auf einen Schuldenstand von 120% des Bruttoinlandsprodukts kommen. Eurogruppenchef Jean-Claude Juncker sagte, auch hier brauche das Land 2 Jahre länger. Dem widersprach jedoch IWF-Chefin Christine Lagarde. Wir sind dem Ziel sehr nahe, aber es gibt noch Arbeit. In den nächsten Tagen geht es noch um die Finanzierung und die Schulden. Wir beim IWF sind der Meinung, dass die Nachhaltigkeit der Schuldenpolitik 2020 geprüft werden muss. Und das Ziel müssen 120% sein. Auch droht eine Finanzierungslücke von 32 Milliarden Euro bis 2014, wenn Griechenland länger sparen darf. Wie die Lücke geschlossen werden soll, ist noch nicht entschieden. In der kommenden Woche trifft sich die Eurogruppe erneut.